So. Von mir aus können wir rein. Bin durchgepackt irgendwie. Zurück. Ey, das Schiff ist weg. Ja, die A90 ist bei mir weg. Ach nee, wo bist denn du? Ich bin draußen bei der Cutlass Blue jetzt. Okay, da ist sie wieder. Junge! Aber irgendwas Neue sieht Waffe komisch hier, die aus. ist ja übel. Er hat Okay. 50 Schuss drin und hat eine richtig hohe Kadenz. Bist du schon wieder hier, Dennis? Ich bin gerade oben beim Hangar. Ah, okay. Ja, soll ich hier mal weitermachen oder? Ja, ich warte auf dich. So, ich bin jetzt gleich da. So, ich bin jetzt gerade wieder rein. Und wieder hingelegt. Das gibt es doch nicht. Wie gehabt, ne? Ja. Wo bist du denn? Ich bin vor dir. Guck mal. Oh, du bist unsichtbar für mich. Ach, da bist du. Okay. Los geht's. Guck mal, da rennen sie schon. Aber einer ist da. Ist da hinter noch. Oh, ja, Gehen hier sind wir sie. erstmal hoch. Ich hab den dahinter. Lade nach. Ich geh hoch. Ja. Da rennt einer runter. Ja, hier oben scheinen auch alle irgendwie tot zu sein. Sonst. So, Brücke ist clean. Stefan, du denkst mit an den PC, ne? Da, den drücken. Ja, gut. Ja, doch, das ist schon ein bisschen Kohle, ne? So, ich gehe jetzt. Ey, du bist unsichtbar. Glaube ich. Bin unten im Spa-Bereich. Okay, ja, ich bin hier im Mitteldeck, bei der Bar. So, Bar sauber, kein Computer, nichts. Ja, hier unten noch nicht. Okay, jetzt ist sowieso gleich vorbei. Ja. So, dann fahre ich hier mit einem Aufzug runter. Kitchen, Mitchen und so. Im Spa-Bereich war ja alles clean, ne? Ja.
Okay. Normalen Cargo-Deck haben wir mindestens zwei. Warte, ich bin auf dem Weg. Eben habe ich noch zwei gesehen, jetzt sehe ich gar keinen mehr. Ja, die kann ich nicht mehr ändern. Hast du nach dem Account kopieren, musst du nur so, mal so circa 5 Minuten warten. Dann sollte das eigentlich gehen. Bist du im Hangar oder in der Garage, Dennis? Weil ich, hab ja dein ich bin in der Garage, ja, im Cargo-Hangar, ne? Also das Ding, was ja, warte, ich bin auf dem Weg. Du, solange die hier nicht jetzt auf einmal durch die Wände schießen, sollte ich das gewuppt kriegen. Boah, der hat mich getroffen. Der hat durch die Wand geschossen. Ja, ja, das war's auch. Hier gibt's mehr nicht. Doch, eine kriegst du. Boah, schon wieder. Okay. Du hast erschossen worden. Okay. Ja, die restlichen, der hat sich versteckt, ne? Ja, die restlichen sollten jetzt eigentlich im Hangar sein. Ne? Die Tür ist gerade aufgegangen da hinten. Vielleicht ist da noch einer hingerannt. Guck mal. Check das mal. Ja, Tatsache. Hier ist noch einer. Hier war einer runtergerannt. Ich hab nur die Tür im Augenwinkel zugehen sehen. Ja, ja, eigentlich kam ja der letzte, der kam ja da raus, ne? Ja. Oh. Ist das einer? Mhm. So, hier läuft doch keiner von der Security so entspannt hier rum. Ja, keine Ahnung. So, die letzten drei. Gar nicht? Nee, nix da. Das gibt es doch nicht. Wo kann der denn schon wieder sein? Hier drüben vielleicht. Manchmal stehen die doch hier so zwischendrin. Mhm. Ich gehe hier nochmal raus. Nee, hier ist keiner. Der war mir auch gar nicht. Ich guck jetzt aber auch in allen Türen rein, ne? Ja. Der versteckt sich wahrscheinlich irgendwo. Das ist. Das hatte ich letztes Mal auch schon. Als ich das auf dem PTU gespielt habe. Habe ich den letzten Gegner auf der 890 einfach nicht gefunden. Ja, aber wir geben nicht auf. Bist du das ja in der Garage? Mhm. Und hier kommt ja jetzt eigentlich nichts weiter, außer der Aufzug. Hier war es ja schon überall, ne? Ja. Dann gehen wir halt nochmal durchs Spa hier durch. Ich kletter mal hier Leiter hoch. Mhm. Unten im Gang wieder eingeschlossen. Nee, nee, hab ich schon geguckt. Ja. Mhm. Und der hätte uns ja entgegenlaufen müssen. Normalerweise. Ja, mit den ganzen Saunen, ey. Hier Luxus. Yacht. Also in der Bar ist wirklich niemand. Ja, die Aussicht ist auch sehr geil, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber der eine muss doch trotzdem irgendwo sein.
Ich vermute, dass es vielleicht ein Bug ist, weißt du, dass die NPCs vielleicht einen abgeknallt haben, aber es keinen vom Counter runtergenommen hat. Okay. Also vermute ich. Wir können ja mal. Warst du schon im Captain-Quartier hinten? Nein, da war ich selber noch nicht drin. Ja, ist er doch. Ja, top, das siehst du. Ja. Schade um den Bonus. Ja, gut, aber PTU, ne? Ja. Hier, magst du mal die Waffe probieren? Die neue, die sie hier im Spiel haben. Mhm. Gehen wir hier hin. Die ist eigentlich echt nett. Okay, aber auch nur neu, weil sie leuchtet, ne? Ja, bleib mal drauf. Oh, ja. Die weicht ja kaum ab, die ist geil, ja. Ja, weicht kaum ab, hat 50 Schuss, schießt schnell. Wollt sie wieder haben? Ich hab noch eine, behalt sie. Ja, dann nehme ich jetzt erstmal mit. Hat 250. Du hast keine Magazine, ne? Nee, aber gut, 30 Schuss noch. So, Holger, wir sind durch. Ja, warte schön mal. Für euch. Ich warte doch. Ich hab meinen Account nochmal. Ich bin tot. Tot? Mhm. Was denn? Außenschiff raus und gestorben. Ja. Helm abgehabt. Aber ist nicht schlimm. Ich bin jetzt auf der Cutlass. Boah, ich auch. Ich hab meinen Kopf gestoßen. Oh. Wo sind eigentlich unsere Schiffe? Ach, da oben. Also ich bin in der Welt drinne. Weil ich ja gestorben bin. Ja. Ja, dürfte ich auch gleich spawnen. Aber wir können uns jetzt immer ins Hauptmenü begeben und Holger mitnehmen, ne? Stimmt. Buddy joined your channel. Hallo. Hallo. Holger. Hallo. 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 Ich habe Errorcode 15006. Outlook Account Login fehlerhaft. Please verify your login and within Credentials. And try again. Keine Ahnung, was das heißt. So, jetzt muss ich erstmal Katzomb und so alle einladen, ne? Ist das schon im Hauptmenü? Ja. Okay, warte, ich komme auch mal raus. Ihr spielt aber PTU, ne? Oder nicht? Ja. Ja. Ich dachte, ich bin durch mit Runterladen. Jetzt muss ich nochmal 50 Gig runterladen. Oh. Dann hast du aber auch noch nie den PTU runtergeladen. Doch. Bei mir ist gerade gecrashed. Okay. Ja gut, ich lösche den aber auch immer, wenn die PTU-Phase rum ist. Ja, ich nicht, weil er überschreibt die Daten ja. Ah gut. Wo habe ich Platz auf der Festplatte? Eigentlich hat er doch den Pfad, wenn er den einmal installiert hat, den PTU, ne? Ja. Braucht doch eigentlich nicht nochmal, deswegen. Na gut, habe ich den letzten PTU nicht mitgenommen vielleicht, oder? Warum es so viel ist. 50 Gig, das ist der komplette PTU, deswegen. Wollte ich gerade sagen. Komisch. Hallo Steffi. herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, genau. Herzlich willkommen, ja. Ich habe dir eine Einladung geschickt, Holger. Ja, nützt mir nichts, ich bin noch nicht drauf. Du sollst ja auch nur die Einladung annehmen. Wir sind alle im Menü gerade. Bei mir ist die Gruppe irgendwie komisch, bei mir bin jetzt ich Leader. Ja. Ist das so? Hm. Oh, okay. Dann muss ja ich. Aber ich kann. Warte mal. Holger kann sich nicht einloggen. Ja, ich hab verstanden. Nicht einloggen. Nicht einloggen. Ich komm nicht rauf. Überhaupt nicht ins Spiel. Okay. Weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt meinen Account nochmal neu gemacht. Das ist jetzt 5 Minuten her. Ja, hast du denn, du musst das Spiel komplett ausmachen, ne? Mit Launcher schließen und so. Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Aus, alles.
Launcher ist aus. Ich mache jetzt wieder an. Launch gehen. Jetzt kommt meine komische Kamera da. Jetzt kommt das Star Citizen Zeichen mit dem Halbmond. Und dann kommt die Fehlermeldung. 15.006. Okay. Ist noch nicht da. Komisch. Und wie ist der PTU gut? Wir müssen neu fliegen lernen müssen. Ja, pass auf, Stefan. Error, Chip Service. Code 15006. Account Login fehlerhaft, also fällig. Please verfügen. Mach einfach nochmal den Launcher zu. Nochmal den Launcher? Was? Ja, weil er kopiert ja. Er sagte ja auch, dass er irgendwie so ungefähr 5 Minuten braucht, um ja, den. Ja, habe ich ja gewartet. Schon seit 10 Minuten habe ich schon 5 Minuten gewartet. Okay. Ich hatte ihn ja nochmal kopiert. Jetzt mache ich. Gehe ich auf die offizielle Seite und entziehe den Account nochmal. Kann ich ja auch machen. Über Account. Sonst log dich mal direkt bei der Launcher ab, weil du hast ja da auch einen Logout-Knopf, dass du dich beim Launcher nochmal neu anmeldest. Kann ich auch machen. Logout. Ja. Und jetzt mache ich ihn zu. Jetzt ist der Launcher aus. Mhm. Ich bin ausgeloggt. Ich logge mich wieder ein. Jetzt kommt mein geheimes Wort. Ich bin mal kurz eine Sekunde weg. Ja. Das wird. Sollst du das bitte merken? So. Eingeloggt. Ich habe schon Verify gemacht. Und ach, da bin ich wieder. Okay. Und Holger? Ja. Ja? Ja, er startet. Top. Mein Menü. Ich komme jetzt reich rein ins Universe. Jetzt bin ich dran. Warte, ich habe die Freundschaftsanfragen hier von Root und von Ecke Master. Kannst ja beide erstmal annehmen. Hab ich. Ja, dann muss. Root muss einladen, weil er Partyleader ist. Root ist für mich offline. Hast du jetzt. Jetzt ist die Party weg. Mhm. Aber warum? Keine Ahnung. Ja, du bist für mich auch komplett offline. Ich habe jetzt beide, euch beiden mal geschickt. Ja, ich bin wieder drin. Holger auch? Hast du bekommen? Ja, ich habe bekommen. Einladung. Ja. 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 Jetzt. Okay, perfekt. Dann. Zack. Wie lange braucht der Nösi noch? Ach, hör auf. Das dauert. Der muss 50 Gig laden. Ja, das dauert eine halbe Stunde. Glaube ich nicht. Ich hatte eben so 20 Minuten für 14 Gig. Ja, die brauchen die laden ja jetzt alle an. Ja. Oh, ist das ein Kacke, ey. Wie viel macht deiner? 7 MB pro Sekunde, oder? Ja. 6, 9, 2, 7, 5. Hm. Rechne mal mit der Stunde. Warum macht er das bloß wieder so doppelt und dreifach hier? Aber hast du ihn das nicht machen lassen, während du gegessen hast? Hab ich. Waren ja die ersten 13 Gigabyte. Ja, bei mir hat er alles in eins durchgezogen. Also ja, bei Nösi hat er das ganze Spiel nochmal runtergeladen. Ja, bei 50 Gigabyte muss er dir das ganze Spiel nochmal runtergeladen. Ja, aber warum? Warum? Ja, das weiß ich nicht warum. Entweder hast du das noch nie den PTU runtergeladen oder irgendwann mal gelöscht oder so.
Das nehme ich wahr. Weil er packt den ja immer gleich an den gleichen Ort. Ich guck mal, wo er hingeht. Der PTU geht normalerweise da, wo du Star Citizen installiert hast, auf der Platte, in der Datei, kommt einfach nur ein Live und ein PTU auch, ne? Das heißt, der Pfad ist immer derselbe. Den beeinflusst du eigentlich so gar nicht. Also was ist das hinter dir? Loading, 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 der braucht aber lange. Du bist auf Australien gegangen, ne? Ja. Gut. Weil es da jetzt Nacht ist. Ja. Ach, scheiße, und Telefon. Wirklich, komm sofort. Ja, und wirklich die Server auch dadurch echt ruhiger sind, ne? Und er lädt und lädt. Ja, bei mir, ja, jetzt gerade erwache ich auch. Und wie viel Kohle hast du? Ich habe irgendwie 131 gehabt. Ich war ja heute schon drauf. Weil normalerweise hast du ja 1 Million, ne? Warte mal, was zeigt er mir jetzt an? F1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stelle ich, ja. 1,3 Millionen hatte ich gehabt. Mhm. 1,3 Millionen. Ja. Nee, ich muss mal schnell mein Schiff claimen. Nachdem wir gerade raus sind. Aber wieso bin ich jetzt. Achso, weil ich ja den Account nochmal neu kopiert habe, ne? Bestimmt. Hat er dich bestimmt irgendwo zu uns hingepackt, ne? Ja, ich habe auch meine Sachen nicht mehr an. Die sind weg. Die hast du auf dem PTU ja sowieso nicht. Ach so, von vorhin noch. Die ja, gekauft, ja, also. Ja, ja. Jetzt ist der PTU einmal neu, ne? Wahrscheinlich. So. Muss ich alles neu kaufen? Aber. Ja gut, das kriegst du ja hier bei Hörsten schon, ne? Hier kriegst du schon Panzerung. Also auf RSA war hier, oder wie das ja. Heißt. So. Ich bin auf Lorwell. Wie das ja. Hier aussieht. Ja, dann hast du doch unten Sammy and Thames. Ja, genau, weiß ich. Genau, du weißt, was ich meine. Das aber gut. Da habe ich mein Crime-Stip gekriegt vorhin. Ja, aber den wirst du ja jetzt nicht nochmal kriegen. Beim Start. Ich hab das. Ach so, ja, weil denk dran, du musst durch diesen Tunnel rausfliegen, ne? Ja, das wusste ich ja da noch nicht. Dieses blaue Ding da oder was? Genau, da. Immer wenn du jetzt auf so großen Raumhäfen starten und landen willst, kriegst du immer so eine Leitlinie, wo du durchfliegen musst. Damit du nicht kollidierst mit anderen Schiffen. Muss ich mir aber wieder angucken. Und wenn du es nicht machst, kriegst du gleich ein Prime Set. Naja, also wenn du innerhalb dieser Linie bist und du willst rausfliegen, dann schubst er dich normalerweise in dein Flugfeld-Dings zurück. Und mit den Crimestead, ja, weiß ich nicht. Ja, ich konnte mein Schiff ja daher gar nicht steuern oder so. Gar nichts. Mm. Ja, weil du nicht nach deiner Linie rausgeflogen bist. Mhm. Ja, da musst du hochfliegen, aus deinem Hangar raus und musst dich einfach mal ein bisschen mit deinem Flugzeug umgucken. Die siehst du auch nur in der Ansicht, ne? Ja. Ja. Und das Fahrwerk hat er auch nicht eingefahren? Doch, du musst dreimal N drücken. Das dreimal ist, N? Ich ja. Hab K gedrückt, da ging das auch. Bei K. Also dreimal, was soll das denn? Ja, weil das im Moment noch so ein bisschen buggy ist. Dann musst du das dreimal drücken und dann fährt es aber ein. Jo. Ja, ja, immer wieder was Neues hier. Ja, aber es geht weiter, das ist immer wichtig, ne? Und das neue Flugverhalten ist ja echt schon ein Unterschied zu vorher. Dann gehen wir die Klamotten nochmal kaufen, aber die Kohle ist weg. Dann haben sie dich beschissen. Eure Anzeige, ich komm mit. Ja gut, ist ja nur PTU, ne? Ich hoffe ja wirklich, dass Wochenende... Weg, sowieso. Ja, vor allem das, was wir hier drauf erspielen, ne?
Deswegen, ich hoffe ja, dass sie den jetzt Sonntag auf den Live-Server klatschen. So früh? Ja, ich hoffe ja, warum denn nicht? Dann ist ja lange genug schon unterwegs, der PTU. Ja, für euch. Wir haben ihn ja gerade gehabt. Ja, aber wenn er jetzt nochmal 4-5 Tage nutzbar ist für euch, kann er doch rauskommen. Dann sollten die doch schon alles getestet haben, hoffe ich. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr seid. Also Ruth kann ich sehen. Super Tabby. Einkaufen. Ach so, okay. Aber ja, dann kann ich ja hier auch nichts machen, außer mich jetzt hinsetzen. Das ist ja toll, du. Ja, ne? Dann kaufst du mal schnell ein. Ich warte, bis Ruth wieder da ist. Weißt du, was ich will? Da ist er schon, der Helm. Mein lieblingsgelben Helm, den kennt ja jeder. Du. Du musst damit rumlaufen. Ja, wir können ja sonst. Ich nehme mal so einen Okkupanz-Auftrag an. Oh, jetzt nimmt er den wieder nicht an, ne? Alles gut. Mercenary. So, dann nehmen wir den auch mal gleich. Brille. Ich weiß nur, was ich brauche. Das ist gut, wenn du das weißt, was du brauchst. Ja, auch alle schon in Gold, ne? Was? Bist du? Ja, muss man mögen, ne? Also ich mag die jetzt nicht so. Wenn ich ehrlich bin. So. Hallo? So, ich share mal jetzt einen Auftrag. Dann habt ihr den schon mal. Oh. Hallo. Hier zu tun? Habt ihr angenommen? Ja. Nee, kann ich nicht, ich bin beim Einkaufen. Ich kann Aufträge annehmen. Kommst du nicht rein, Holger? Doch, ich bin drin. Ach, okay. Ja, ich hab gerade auf Laufen. Muss mich leider wieder neu ausrüsten, obwohl ich schon ausgerüstet war. Ja gut, das kommt durchs Kopieren von deinem Account, ne? Anständige Knarren kannst du hier ja nicht kaufen, ne? Nee, leider nicht. Nee, das kannst du dafür auf Arkorp. Dafür kannst du dann keine Rüstung kaufen. So. Soll ich denn hier wegkommen, daher? Wieso nicht? Wenn ich die Kultur wieder verpeile, dann gehe ich wieder erstmal in den Knast. Ja, einfach nur gucken, ne? Die sieht ja, man ja. Eigentlich. Also eigentlich Übung. Haben sie das ganz gut gemacht. Übung macht den Meister. Weißt du, genau so ist das. Ich weiß auch die Anfangszeit, wie lange habe ich gebraucht, bis ich überhaupt fliegen konnte. Ja, und das wird natürlich nicht einfacher, weil das Spiel jetzt immer weitergeht, ne? Ja. Aber ich finde, dass, wenn man das so alles Stück für Stück, den ganzen Aufbau mitbekommt, ich finde das gar nicht so verkehrt. So gut, wie schaut's aus? Was holst du für ein Schiff? Na, ja, keine Ahnung. So, ich hab, das ist ja ein Okkupanzauftrag, ne? Soll ich die Cutlass Red wieder nehmen, oder? Ja, gerne. Ja, jeder mit einem Schiff, oder wie? Wollen wir nicht mal auf Holger warten, oder? Ja, doch. Ja, ich komme gleich, bin ja schon gleich angezogen. Ja, dann lass mal ein Schiff nehmen. So, ich bin Pet 03. Hm.
Holger, du sagst Bescheid, wenn du ready bist für den Auftrag, ne? Ja. Muss ja dann gleich erstmal laufen, ne? Ja. Solange du nicht im Menü bist. Brauche ich eine Waffe? Ja. Ja, du hast eine Pistole, das reicht. Den ersten, den wir abknallen, da nimmst du die Waffe einfach. Ich die Waffe nicht genau. Ja, mein Schiff ist nicht gespawnt, obwohl ich es gespawnt habe. Okay. Das musst du oftmals das Terminal wechseln. Da zeigt der dir nämlich an, wo steht. Hast du diesen Haken? Den blauen Kreis mit den Haken? Ja. Dann hat er nämlich dein Schiff hingestellt. Zeigt dir nur den Namen nicht an. Dann ja, musst du. Ich stehe hier am Pad und hier. Ach so. Ja, dann hast du vielleicht aus Versehen zweimal gedrückt, dann stort er das automatisch wieder. Wenn du jetzt zurückgehst, geh mal gucken, ist dein Schiff 100% gestort. Dann musst du es einfach nur nochmal neu holen. Auch schön wenig los, 37. Ah, fährt mir doch der Zug vor der Nase weg. Ey, ich glaube es ja wohl nicht. Egal, Minute warten. Thank you. And please visit again. Da gibt es schlimmere Folge. Ja, wenn gar kein Zug mehr fährt, ne? Ja. Dann wäre schon richtig. Hab ich auch schon gehabt. Da bin ich im Zug eingestiegen. Der Zug ist losgefahren und ich stand immer noch im Zug. Aber der ist nicht weggefahren, weißt du? Da ist nur der Zug im Zug weggefahren, irgendwie war das so ein Wrack. Okay. Ach so, ja. Ja. Ist mir aber auch schon passiert. So, wieso zeigt mir denn schon wieder ein Video? Ja, sagt mir on Pad 2, aber da steht nichts. Dann hast du ein Luftschiff. Ja, wahrscheinlich. Oder war das ein bisschen? Kommt das vielleicht auch noch? Warte mal, ich mach mal Store. Du schaust einfach mal ein und hol's wieder. Ja. Hä? Ja, wenn nicht, fliege ich einfach bei Dennis mit. Das könntest du machen, ja. So, jetzt sagt er mir wieder Pad 2. Ist ja auch auf Lorville oder was? Nein, wir sind bei der Raumstation über Lorville. Achso. Und eigentlich wartet jetzt nur noch alles auf dich, Holger. Ja, ja, und auf mein Schiff. Und auf sein Schiff, wollte ich gerade sagen. Ja, und ist nicht da. Siehst du das Schiff, Dennis? Warte mal. Dann müsste ich wissen, wo Pad 02 sein soll. Siehst du meinen Namen? Also ich habe deinen Namen gesehen. Also ich sehe meinen Startpunkt. Ja, deinen Namen sehe ich. Warte, ich komme mal hin. Ist doch kein Schiff, oder? Warte mal, ich bin noch 1000 Meter weg. Achso, ich bin verkehrt rum. Nee. Doch, ich sehe ein Schiff. Echt? Welches Schiff soll ich nehmen? Ist egal, ich habe die Cutlist mit. Ja, Mensch. Ja, wieso siehst du ein Schiff und ich sehe kein Schiff? Ja. Du Vanguard hast genommen, ne? Ja. Ich kann hier komplett entlang springen und... Ja, du bist genau unter deinem Schiff jetzt. Ich hab hier nirgends... nicht mal eine Kollision hier irgendwo. Ach! Jetzt ist es da! Ja, Überraschung! Was? Was für eine Scheiße, ey. Egal. Ey, was kann ich denn hier drücken? Alter!
spielst du oder was? Hä? Was machst du denn? Ich spiele, ja. Nösi, wie viele Gigabyte hast du denn noch? Derzeit Schluss? Ja. 40. Oh. Na, mit dir wird ja heute nichts mehr, du. Hab ich doch gesagt, vor der Stunde wird er nicht fertig. Naja, also bis 10 dattel ich. Ich weiß ja nicht, vielleicht macht ihr ja länger. Na, ich kann ja den Download nicht erhöhen, ne? Nee. Jetzt aber der Telekom betteln oder wo auch immer. Ja, ich glaube eher, das ist dieses ist der Server, wo das herkommt, ne? Ich kann ja bis 50 Mbit. Aber es kommen ja nur 7. Ich kann ja mal gucken, was meine Fritzbox macht hier. Mein scheiß Schiff schaltet sich nicht mal an. Kann ja mal Turbo eingeben. Hallo? Hallo? Hallo. Mein Schiff geht nicht. An? Sag mal, wieso habt ihr denn hier alle so eine Sorgen? Musst du R drücken, ne? Ja, hab ich ja, aber das geht oder, nicht an. Oder manuell schalten. Kommt gleich. Ja, also es springt an, aber es zeigt mir überhaupt keine Anzeigen. Fliegen wir damit ein Stück weg und geh einfach nochmal raus. Weil die Kopf von alleine. Ja, super. Jetzt bin ich abgehoben. Jetzt zeigt er mir die Anzeigen an. Wer braucht denn das? Okay. Ja, sollen wir da schon mal hinspulen, oder was? Nee, dann können wir auch auf Holger warten, dachte ich. Ja. Der muss ja eh auf 10.000 Meter Höhe, bevor er da hinspulen kann. Ja. Ja, ich flieg mal aus der waffenfreien Zone raus. Also, das Flugverhalten von der Vanguard hier, das haben sie echt richtig geil gemacht. Also, ich flieg richtig gern mit dem Schiff hier rum. Das ist klasse. Und noch sind wir nicht mal in der Atmosphäre. Ja, auch in der Atmosphäre fliegt die sich richtig gut. Sollen wir schnell hintereinander N drücken, oder? Ja, kannst du auch langsam. Ich glaube, dreimal ist so wichtig. Ja, auf deinem Bildschirm steht ja dieses, unterm Geschwindigkeitsbalken steht ja Gear. Und wenn das blinkt, dann bewegt sich dein, Fahrwerk. Na, wenn du jetzt N drückst, dann fängt es an mit Blinken und dann weißt du, es bewegt sich gerade. Ich suche jetzt gerade das Raumgitter hier, da. Das blaue, ne? Ja. Steffi, du wirst noch eine Aha-Erfahrung machen. Ja. Cool. Ja, ich will das da wieder finden. Was? Und die Tonnen sind draußen. Welche muss raus? Ja. Scheiße! Was ist los, Holger? Ach, ich bin irgendwie jetzt. Ja, oder Stefan, wir machen hier schon platt jetzt. Mir ist egal. Ja, dann können wir schon mal vorfliegen. Mit 90? Nee, die haben wir gerade gemacht. Jetzt ist es wieder so, eine, so ein Okkupant. Aber den konnte ich ja vorhin nicht annehmen. Quantum Drive is now on. So, ich schäle ihn jetzt nochmal, Holger. So, du musst es so haben. Hab ich. So, den Druck gleich. Oh. Hallo? Wenn du den nicht siehst, untrack und wieder tracken. Och, ich hatte ihn eben. Ja. Quantum Drive is now off. Ist erstmal 10.000 Meter hoch, ne? Das ist sowieso nichts mehr.
Schade, dass hier dunkel ist. Auch jetzt hier wieder on track und track, also scheiße hier. So, dann haben wir wieder unsere 3-4 Türme, ne? Ja. Jetzt zeigt er noch keine Türme. Nee. Ah, doch, jetzt. Front Impact Warning. Oh. Deck Impact Warning. Einen habe ich. Weiter auch. Einer ist noch hier. Okay, alles down. Bei mir zeigt er hier auch Hand Mining Notes an, bei dir auch. Hast du gescannt? Nee. Zeigt er mir hier an, hier hinten, guck mal hier. Oder? Was hast du, wo du jetzt hier bist? Nee, ohne zu scannen. Einfach so. Mitten im Display. Nee, wo Holger ist, sagt er. Achso, nee. Mitten im Display nicht, nee. Komisch. Ihr müsst dann nur an euren Spawnpunkt denken, ne? Engines offline. Hä, es sind schon wieder Türme da? Echt? Ja? Ja, solange die nicht auf mich schießen, ist alles gut. Ja, auf die Schießer, über Schießer. Ne, warte mal. Ne, die schießen aber nicht. Den hab ich Feuer gesehen, da jetzt schon wieder. Ja, das, ne, das bin ich. Achso. Ja, die Türme wehren sich nicht, okay. Gut, dann ist Holger auch gleich da. Das ist nicht. Jetzt ruf meine Frau an. Komm sofort. Alles gut. Nicht rangehen. Ja, aber deine eigene Frau ist immer schwierig. Du weißt ja selber, was da für ein Stress im Nachhinein ist, ne? Mhm. Alexi. Alles verbeugt hier. Wenn es großen Knall gibt, bin ich das. Okay, da bin ich wieder. Mhm. Ja gut, Holger, du bist ja noch 1000 weg, ne? Aber eigentlich siehst du das auch, hier schießt auch nichts mehr. So, dein Spawnpunkt und dann... Ja, setz ich. ...ist Holger auch gleich da und dann können wir rein. Okay, super. Oh! Was ist los? Durch den Planeten. Nee, echt? Ja, zum Glück habe ich einen Spawnpunkt gesetzt gerade. Alter, ich wollte gerade sagen, aber richtig Schwein gehabt, ne? Ja. Holger, komm sonst ruhig dich da ran, du musst ja nicht so weit wegstehen. Ich muss erstmal hier klarkommen, Lul.
tausend Schlechter hier und rot und... Verstehst du? Nee. Fliege jetzt gerade das erste Mal mit dem Schiff auf. Hast du ein neues Schiff? Nein, aber für Holger ist das neue... Du wirst doch sehen, mein Lieber. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt alles nicht mehr so ruhig, ne? Durch die Luft und so verändert sich das ein bisschen. Ja, durch die Aerodynamik, durch Gewicht vom Schiff, ob dein Schiff Flügel hat oder nicht und was der Auftrieb, wie ist das Wetter. Genau so ist das, die ganzen Kleinigkeiten. Guck mal, anderes Spiel. Hm. Da ist er, Holger. Ja. Hier ist die Runde. Sonst mach ruhig Licht an, Holger. Mit L, ne? Mit L? Ja. Ich hab T gedrückt, hab ich gewundert, ich kann Licht an. Ah. Ja, die haben Tastenbelegung geändert, ne? Ja. Taste K ist jetzt auch die VTOL-Triebwerke und nicht mehr J. Genau. Ja, jetzt einfach runter, ne? Ja, ich versuche hier gerade. Irgendwie hatte ich hier was am Arsch. Ich komme mich nicht raus. Das ist schon scheiße. Schon Arsch rumholen. Die Klappe nicht auf, weißt du? Oh Mann. Ja, das geht auch nicht mehr, die Klappe auf mit K. Ja. Nee, geht ja. Kann ja auch nicht gehen. Ah ja, weil K die Vito-Triebwerke sind. Ach ja, was ist das denn? Oh Mann. Nee, L ist Licht. Ah ja. Die komplettes Schiff auf zu und unlock. Oh. Ist jetzt unbound. Also die sind nicht mehr gebunden, die Tasten. Was ist denn jetzt los? Was für eine Taste? Die sind nicht mehr gebunden, die Tasten. Du kannst jetzt nicht mehr. Du kannst in den Tasteneinstellungen dir nochmal auf eine Taste legen, aber defaultmäßig sind die Tasten für Schiff öffnen und schließen nicht mehr gebunden. Ach du Kacke. Wie machst du das denn? Rechtsklicken und dann open? Ja, halt aufstehen, zur Tür laufen und F drücken, ne? Ja. So mache ich das gerade. Oder vom aber Cockpit aus, ne? Kannst du verschließen, ja. Ach so, nach wie vor. Ja. Gut. Ich hab mir hier einen Zettel geschrieben, nebenher, mit den wichtigsten Sachen für mich. Mhm. Mach einfach mal ein Foto. Ups, was war das denn? Oh ja, kannst du mir das mal ausdrucken? Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal gelandet. Er hat mal ein Foto gemacht mit meiner schönen Handschrift. Wäre schön, wenn das Deutsch wäre. Ja gut, es ist halt wie im Spiel, ne? Ja gut, das meiste ist selbsterklärend, ne? Ist von deiner Frau das Bild? Finde ich auch hübsch. Bitte? Ey, grad, hä? Was? Verarscht. Holger? Ja? Hier, ich hab ne Waffe für dich. Hopp. Oh. Hier auf dem Boden. Mhm. Genau, so, Speicherpunkt setzen. Ja. Dann, Nur noch einen Speicherpunkt, dann können wir auch direkt loslegen. Ich fahr schon mal mit dem Aufzug runter. Holger, denk dran, du hast nur ein Magazin, ne? Weil ich kann dir leider keine anderen Magazine geben. Ja. Alles gut. Ist egal, welche Seite du dich reinlegst, Holger. Sag nur Bescheid, ob links oder rechts. Rechts, wenn du reinkommst, rechts. Ja. Da, wo ich immer bin. Ja, da liegt ja, da Rot bin ich, auch. Da bin ich also auch, solltet ihr nicht parallel sterben.
ich würde Stefan das sagen. Stefan? Ja? Ich sterbe gerade noch 5 Minuten, ne? Ja, alles klar. Was habe ich jetzt schon geschossen? Nee, ich habe gerade geguckt, ob es funktioniert. So. Du kannst einmal kurz Maustaste drücken. Ja, die schießt von alleine, ich brauche nur reingucken, dann schießt sie. Das ist die Zukunft, ne? Das ist die Zukunft. Du musst nur durchs Visier schauen und die Waffe, die sucht sich die Targets automatisch. So, jetzt müssen wir doch mal gucken, jetzt steht hier wirklich gar keiner, ne? Schönes Visier. Ist wieder eine gebackte Nummer, pass mal auf. Wahrscheinlich. Er zeigt mir nämlich auch nicht an, wie viele man hier töten muss, ne? Genau. Ja, genau. Bei mir auch das nicht. Das fehlt mir auch. Ja, hier steht nirgendwo einer. Boah, ich will keinen abdrücken. Nee, ich glaube, das Ding ist echt für den Arsch hier gerade. Verfackt, ja. Ja, okay. Hier unten ist auch nichts. Ja. Mal wieder hochlaufen. Na, die ganze Aufregung umsonst, ne? Ja. Mist. Aber der läuft flüssiger, ne? Ja, es sind auch nicht so viele Leute auf dem Server, ne? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich schau den Auftrag jetzt erstmal wieder weg. Guck mal, ob ein neuer da ist. Ja, das mache ich auch sofort. Guck mal, wir sind jetzt bei 41. Das geht. Was ist denn das für eine Waffe? Das ist die neue. Ich hab nochmal einen 7000er. Ich share den mal. Ja, mach mal. Ist raus. Wir verdichten uns. Am geilsten wäre, wenn wir jetzt direkt wieder runterfahren können. Ja, genau. Und nee, wir müssen auch. Ja. Ismail. Ja, dann. So, fliegt jeder wieder für sich? Ja, also ich fliege auf jeden Fall mit der Cutlass, ne? Ja. Die muss ja nun mal mit. Ja, sollte, ne? Ja, schon besser, wenn. Ja, ich kann auch mit dir fliegen. Da brauche ich mich nicht so viel. Wo ist denn dein Schiff? Mit wem jetzt? Mit mir? Hier, ja. Das steht. Ja, da habe ich gesehen. Eingang ist. Hier, hinten. Ja, hier, umdrehen. Hochgucken. Da? Ja, genau da. Er geht von alleine oder was? Nein! Ah, warte mal. Ich sehe nichts. Ich kann. Ja, ich kann die aufmachen. Moment, wenn ich die Taste hier finde. Ah, hier. Aua! Ah, drin bist. Ich bin drin. Ist schon drin? Ja. War das jetzt. Wie war das jetzt gemeint, bitte? Auf 10.000, ne? Ja. Okay, jetzt zeigt er mir den Beacon auch wieder an. Ja. Na, Stefan. Scheiße. Gibt heute nichts mehr. Ein Bungee. Schade. Du kannst hier nichts verlieren heute. Und auch nichts gewinnen. Nee. War auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich lasse den Scheiß hier einfach laufen. Quantum Drive is now off. Kannst du schon mal üben. Ja,
Ja, muss ja erstmal fertig sein. Ich denke mal eher morgen. Ja, mal durchlaufen lassen jetzt, ne? Ja, genau. Ich werde nur Fernsehen gucken. Hier ist es ein bisschen langweilig. Wenn ich jetzt hier noch Fenster aufmache, dann dauert das ja noch länger. Hast du recht. Ich bitte auf den Unterschiff kommen. Ja. Schieb mal rüber. Stefan, dann mach du dir noch einen schönen Abend. Ja, genau. Und dann daddeln wir halt morgen oder übermorgen alles. Ist ja schon wieder Wochenende bald. Genau, morgens vielleicht auch wieder ein bisschen später. Ich denke eher Freitag. Ja. Ja, lass uns überraschen. Ich komme wahrscheinlich erst am Wochenende wieder. Muss auch wieder los? Hä? Musst du wieder los? Nee, nicht in der Firma was machen, großes Projekt. Aber Freitag kommt ein Kumpel, morgen Abend wollte ich eigentlich was anderes machen. Naja, mal gucken, vielleicht gucke ich morgen Abend auch. Aber mal. Okay. Ja. Juli, dann schönen Abend, ja. Jo, schönen Abend, wir hören uns. Bis ciao. 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 Buddy disconnected from your channel. So, wie... Ich bin noch 9,5 weg. Ja, ich noch 10,5. Warum hat dich eingeholt? Ja, ich flieg hier auch. Bist du viel früher losgeflogen? Ja, aber ich mache ja auf entspannt. Ich fliege ja nicht hier mit Maximum hin und so. Naja, würde ich jetzt auch so sagen. Aber gibt's hier auch noch einen Sitzplatz oder kann man hier nur? Ja, du könntest dich in den Turm setzen, aber das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Nee. Jetzt ist danach. Was ist das für ein Schiff? Sentinel. Der hat aufgebaut, ne? Ja. Vanguard Sentinel. Also die Vanguard-Schiffe, die sind als schwerer Jäger echt geil gemacht in dem Update hier. Denn mit fixen Waffen, weil fixe Waffen haben sie ja jetzt gefixt. Und saustark auf jeden Fall. Gucken. Jetzt zeigt er mir auch 8 von 8 an, ne? Ja, mir auch. Hier sind auf jeden Fall auch mehr Türme, ne? Das weiß ich nicht. Ja, hier sind 4 Türme, bei dem anderen waren nur 3. Aber so wie okay. Ich das sehe, Hauptstadt haben sie alle weg. Ohne mit der Wimper zu zucken. Bist du schon im Turm? Nee, ich stehe hinter dir. Ach, okay. Da kann man auch rausgucken. So, wir gehen jetzt wieder raus. Oh! Nimmt er mir meinen Parkplatz weg? Der Dennis oder was? Ja. Ich habe hier gar keinen Namen gesehen und nichts. Das war der Eingravier. Und das große Schiff. So. Wir sind da, Holger. Ja. Bitte alle aussteigen. Und auch endlich mal am Tage statt nachts. Ja. Hast du die Waffe weggeschmissen, die ich dir gegeben habe? Nein, die habe ich inhaliert. Ah. Ist sie jetzt weg oder was? Also ja. bei mir hast du sie nicht mehr in der Hand. Nee. Drück mal die 2. Dann müsste sie eigentlich wieder da sein. Die hier? Ach! Wo hast du die denn hergezaubert? Ich will's gar nicht wissen. Nee. So, ihr seid ready? Top. Ja. Ich will's gar nicht wissen, wo die gesteckt hat. Ey. Ja. Ey, Holger, gib Gas. Holger, schnell. Ja, ich komm. Nein, ja. Das schaffst du nicht. Nein, was machst du denn? Oh, und wie viel Leben? Ja, alles gut. Ey, nee. Ja. Da hätte ich gedacht, dass du flöten gehst, ey. Alter, Digga, nach dem Sprung, du. Ja. Aber jetzt habe ich mir gerade die Nase gestoßen. Was denn jetzt? Oh, so, geht los. Jetzt bin ich irgendwie durchgepackt. Wo bist du denn? Irgendwie hier oben, unten, weiß ich nicht. Level 3. Bin irgendwo durchgepackt. Warte mal, ich guck mal. Bist du vielleicht ganz runtergefallen? Nee, der war doch bei uns eben noch auf dem Aufzug. Aufzug, bin ich rausgegangen und dann war ich weg. Bist du vielleicht unten? Siehst du Gegner? Also kannst du laufen oder bist du irgendwo? Ich kann gar nichts machen hier. Ja gut, dann steck die Waffe weg und bring dich um. Da, den mach ich. Da ist ja. Einer, pass mal ein bisschen auf. Ja, ich sehe den, der ist in Deckung. Hab ihn.
Das ist gut. Bei mir pfeift noch alles. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch lebe. Nimm doch ein Medpen. Oh! Ja, aber nur wenn ich muss. Ich bin unterm Fahrstuhl. Das zeigt mir nicht an, wie lange ich noch lebe. Aber du hast recht, lieber einmal zu viel als zu wenig. Boah, der scheiß Gegner hier. Der flankiert uns. Da ist er. Hast du ihn? Ja. Kacke, hab keinen Medpen. Doch, ich hab einen. So, einer nur noch. Okay. Also die sind schlau, ne? Die gehen in Deckung und halten ihre Waffe. Ja, und drücken auch ab. Ja, und halten ihre Waffe einfach über die Deckung und drücken ab. So, Auftrag erledigt. Ja. Wird der Auftrag erledigt? Ja. Ja. Dann wollen wir lieber runterkommen. Ja. Nee. Bist du schon oben, Holger? Ja, ich war schon wieder ein paar Stunden. Ja. Nehmen wir euch denn in Empfang. Und nochmal springe ich dann jetzt nicht runter. Nee. Fällt nicht so empfehlenswert bei der Höhe. Nee, das würde ich jetzt nicht machen, nee. Aber probier mal die Waffe aus, die ist eigentlich ziemlich geil. Also die schießt ziemlich schnell. Und die verzieht auch nicht so viel. Macht die auch Schiffe kaputt? Nein, nein, nee. Aber ich finde die echt nett. Also auch die Elektrowaffen haben sie echt gut gemacht, ne? So. Was können wir denn jetzt noch machen? Ja, wir können ja sonst gleich nochmal nach einer 890 gucken oder so. Noch einmal die NPCs testen. Dann ist bestimmt wieder eine Stunde rum und dann. Ja. Gut, flieg mal zu einer 890. Holger, möchtest du mal fliegen? Mal probieren? Nee. Kannst du mal ausprobieren? Fliegt gut? Ja, alles gut. Ja. Die kenne ich ja nur noch gar nicht, weißt du? Ja, deshalb meine ich ja, du kannst ja mal probieren. Ich übe mal ein bisschen mit meinem Schiff, morgen früh. Ja. Ach nee, morgen früh muss ich erstmal zum Arzt. Ja, wir haben noch Zeit genug. Ja. So, ja, da müssen wir wieder nach Arkorb, ne? Stunde schon wieder rum, ne? Echt, kann ich angehen, ne? Ja. Ach doch, ja, sowas. Wenn man zockt und sogar noch Spaß bei hat, dann geht's noch schneller rum, ne? Also das ist brutal. Ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade erst vom PC gehockt und habe angefangen, ne? Dabei ist schon 8:45. Ja, wie schnell das immer rennt, ne? Ja. So, Arkorb. Wie heißt die neue Waffe? Kann ich dir gleich sagen, warte. Wenn wir im Quantum sind. Die ist wirklich gut. Ja, die schießt schnell, ne? Also ich finde das geil. Und die verzieht nicht so viel. Und 50 Schuss im Magazin ist auch nicht zu vernachlässigen. Und ich kann auch Einzelschüsse machen. Ja. Es ist halt eine Maschinenpistole, ne? Also, die hat halt jetzt nicht so dicke Kugeln. Ja. Ballistische Waffen. Ballistische, ja. Später, wenn sie halt irgendwann mal die richtige Rüstungen implementieren, ist sie vielleicht nicht ganz so stark gegen Rüstungen, ne? Weil sie halt nur ein kleines Kaliber hat. So, warte mal, ich zeig dir mal, wie die heißt. Ich will eigentlich gar nicht aufstehen. Trotzdem aufgestanden. Die heißt D54 SMG. D54? Caesar 54 SMG. SMG. Ja. Jo.
Ja, werde ich werde morgen früh kaufen. Ja gut, ich weiß nicht, wo es die überall gibt. Wir haben jetzt die hier auf Microtech gekauft. Ja. Aber ja. Die Elektrowaffen, die kriegst du auf jeden Fall bei Grimhex. Aber was anderes, keine Ahnung. Wie ist Grimhex geworden? Ja, geil, musst dir auf jeden Fall angucken gehen. Also richtig schön. Mit Patch? Ja, oder? Ich würde ja sogar fast behaupten, das könnte zumindest meine neue Heimatbasis werden. Weil haben sie echt schön gemacht. Mit Hangars und Essen, Trinken. Mit der Aussichtsplattform. Ich find's schön. Und du kannst vor allem auch große Schiffe dort spawnen, ne? Beispiel Caterpillar, 890 Jump, Reclaimer. Meine Carrick. Mein großes Schiff. Ja, das ist ein bisschen aus. Die Crucible. Die jetzt schon dran, Digga? Nee. Nee, ich muss jetzt auch noch warten. Ich wurde gerade aus dem Sprung gezogen. Oh, ein Piraten? Ja. Ah, oh, scheiße. Soll ich umdrehen? Nee, kriegst du hin, oder? Nee, wenn du einfach wegfliegst, dann sind die irgendwann weg, die fangen ja nicht so lange. Ja. Aber ich habe jetzt natürlich meine Quantumsperre da, ne? Na, dann musst du gegen die kämpfen, ne? Nee, einfach immer nur weiter wegfliegen. Irgendwann verschwindet das. Ja. Wieder neu auslegen. Nee, nicht. Das hat ja mit dem Quantum-Mix zu tun, der ist ja gesperrt. Kontakt. Ich muss jetzt einfach nur außerhalb. Ja, ja, du kannst jetzt hier nicht mehr wegspringen. Spoolen geht alles nicht. Na ja, gut, weil sie ja diesen Dampener haben, ne? Wie die Mantis. Der dich quasi am Wegspringen. Ja, du könntest neu starten, oder? Ah, nee, konnte ich auch nicht. Wie die Polizei mich angehalten hatte, weil die da gekämpft hatten, konnte ich auch nicht neu spawnen. Musste ich warten, bis sie fertig waren. Da hab ich mich dann ein bisschen mit eingemischt. Ich hab schon mal den Auftrag geshared, bevor er weg ist. Doch mal gucken, wo Dennis ist. Ja, noch 22 Millionen hinter uns. Der 8-Night Jump. Ich muss warten, ich komme echt nicht weg. Wir machen die schon mal fertig. Ja, ihr könnt ja sonst schon mal anfangen. Ja, aber wenn wir da hinfliegen, ist der Beacon für dich weg, ne? Ja, dann nimm dich als Beacon. Bitte? Ja, stimmt. Dich. Ja, mir egal, wir können auch schon mal. Magst du dich in den Turm setzen, Holger? Wo ist denn der Turm? Magst du mir das sagen? Ja, über dir. Über mir? Ja. Da ist, in der Mitte des Schiffes, in dem großen Raum, ist oben eine Luke. Hm. Und da ist der Turm. Ja, jetzt bin ich vorne. Ja, du musst zurücklaufen durch die erste Tür. Ach, da. Ja. Aber im Moment noch nicht auf. Ja, aber ich hab da auch keine besseren Waffen. Die sind doch noch hinter mir her. Würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall einmal Q zu drücken. Weil wenn du jetzt den Turm bewegst, dann ist der irgendwie so schwammig und zieht sich hinterher, ne? Ich hab jetzt Q gedrückt. Und jetzt bewegt er sich relativ zur Maus. Bewegt sich gar nichts. Ja, wenn du mit der Maus hin und her. Ich muss ja erstmal einschalten, ne? Ach so, ja, das ist natürlich Voraussetzung. Aber wann? Jetzt kannst du vielleicht doch langsam kommen. Ja? Ja, es sind zwei hier. Ja, wir müssen mal gucken, ne? Du kriegst du richtig. Engines destroyed. Weapons system destroyed. Weapons system destroyed. Ja, musst du nur Bescheid sagen, ich flieg zu dir, ne? Ja, sonst macht man wohl die Türme kaputt. Mal gucken, wie weit ich komme.
Ja, ich bin draufgegangen. In den Rang gecrasht, ja. Ja. Holger, du sitzt ja jetzt im Turm, ne? Ja. Und wenn du jetzt deine Maus hin und her bewegst, dann schwingt der Turm nach, oder? Nee. Drück mal Q. Und beweg dich jetzt nochmal hin und her. Na, jetzt schwingt er nach. Genau, und so ist es normal, ist Standard, wenn du dich in den Turm reinsetzt. Ja, ja, und ich hätte das schon verstanden. Ja, okay, genau. Ich habe schon Q gedrückt. Ja, genau. Und jetzt drück er, und wenn du jetzt C gedrückt hältst, dann richtet er sich nach vorne Mitte aus. Na? Ja. Wenn du V drückst, änderst du den Feuermodus. Also von links rechts zu beide gemeinsam, ja, ne? Und G ist der Gyro-Mode, also ob du dich jetzt quasi mit dem Schiff mitdrehst oder nicht mit dem Schiff mitdrehst, ne? Was ist empfehlenswert, nicht mitzudrehen? Ja, also... Kommt drauf an, jetzt. Kommt immer drauf an, also, ja. Ich find's besser, wenn man sich nicht mitdreht, weil dann kannst du nämlich auf dem Ziel bleiben. Genau. Und, weil siehst du, jetzt dreh ich mein Schiff und du guckst immer aufs Ziel, ne? Ja. Ja, ja, ich steuer gegen, ich steuer gegen. Ja, aber normal, warte mal. Wenn jetzt das Schiff bewegt, bleibt er auf dem Ziel. Genau, und so soll er ja auch sein. Weiß jetzt gar nicht, ob das Gyro-Mode an oder aus ist. Nochmal, was war das? G? G, ja. So, habe ich jetzt A. Gyro-Mode habe ich jetzt. Ja, genau, jetzt bleibt der Turm immer gleich. Siehst du das? Ich bewege mein Schiff und du bewegst dich mit. Und das finde ich halt nicht so cool, weil wenn man halt im Gefecht ist und sich das Schiff bewegt, willst du ja auf deinem Ziel bleiben. Also wenn du jetzt G drückst und den Gyro-Mode quasi anmachst, dann dann bleibt der Turm auf dem Ziel. Also da, wo du hinguckst, Holger, da bleibt genau, das Ding. Genau, da, wo du hinguckst. Der Steuerfeld G ist ein und G ist aus. Auch ja. Genau, ein und dasselbe. Und mehr gibt es im Turm eigentlich nicht, eigentlich diese. Ja, und ESP mit E, aber was das macht, habe ich noch nicht rausgefunden. Das kann man an- und ausmachen. Keine Ahnung, was das macht. So. Ja, wir können jetzt hier entweder warten auf nee, ihr macht mal die Türme kaputt und ich komme jetzt gleich mit der Spices hinterher. Ja. Türm, Cutlass Red, Cutlass Blue, Black. Müssen wir jetzt gegen zwei Stück kämpfen. Ja. Aber das kriegt man hin. Oh. Ach so, war das schon der A90-Auftrag? Ja. Okay, Und Holger, einloggen war normal 1 und 3. Nein, ne? Nein, ist nicht mehr. T wie Target, ja. Ziel. Gut, ja. Und auch T nur, wenn du ein Ziel in deinem Blickradius hast, ne? In deinem. Blickwinkel. Also keine automatisch, nächstes Ziel gibt das nicht mehr, oder was? Nächstes Ziel gibt's nicht mehr. Du kannst 5 drücken, dann cycelt, also dann geht er durch jedes Ziel, was in Reichweite ist, durch. Unabhängig deines Blickwinkels. T ist abhängig deines Blickwinkels. Naja, das ist so ein bisschen. Du kannst ja eigentlich merken, T, wenn's vor dir ist und du siehst, und 5, wenn du einfach nur gucken willst, was um dich rum ist. Aber auch nur Feinde. Die Taste 6 ist dann für Freunde. Ja, toll. Ja. Und die Markierung ist die gleiche, rotes Dreieck, oder hat sich das auch geändert? Ja, das siehst du ja jetzt gleich. Wir können ja uns mal... Ja, ich habe hier so einen helle Spitze, weißt du? Ja. Warte mal, sehen wir ja gleich. Mhm. Es sieht halt alles ein bisschen neu aus, ne? Ja. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Gegner werden jetzt bestimmt auch gleich spawnen. Ich hab einen roten Pfeil. Zwei rote Pfeile. Genau. Das ist ein Gegner. So, warte mal, dann kann ich dir jetzt sogar... Hier, jetzt hast du eine 1 drunter, ne? Jetzt kannst du nämlich 1 drücken und dann hast du den als Ziel erfasst. Warte mal, wir machen mal. Wir üben mal ein bisschen, wenn du magst. Ich schieß mal einen hier ab, damit wir nur noch einen Gegner haben. Moment. Weil dann können wir nämlich einen Gegner hier einfach zum Üben missbrauchen.
Wo halte ich mein Fadenkreuz hin? Auf den Gegner oder auf das Rote? Nee, auf dieses ganz kleine Viereck. Das, wo die 1 ist, ne? Oder was? Nee. Du musst jetzt noch... So, jetzt ist der erste mal weg. So, jetzt warte mal, wir haben jetzt hier noch einen. Siehst du den vor dir, ne? Ja. Jetzt drück mal T. T? Wenn du T drückst, wird der Name angezeigt und die Distanz. Ja. Und dann hast du so ein kleines, rotes Viereck. Das ist jetzt rechts von ihm, ne? Ja, und wenn das grün ist, ist das in Zielentfernung oder was? Ja, gut, das ist noch ein bisschen verbuggt. Du kannst eigentlich immer drauf schießen. Weil bei mir ist es jetzt auch rot, ne? Thank you. And please visit again. So, ich schieß mal nicht. Versuch du mal. Ne, jetzt triffst du ihn. Und das ist halt wichtig. Es gibt jetzt nämlich einen Unterschied zwischen Ziel anvisieren und Ziel locken. Also ein Lock ist das, was du jetzt hast. Da wird Name, Distanz. Also quasi, wenn man es übersetzen würde auf Deutsch, würde man sagen, den Zielcomputer aktivieren, ne? Mhm. Jetzt hast du den quasi im Zielcomputer und er zeigt dir alle Informationen vom Ziel an. Und vorher hast du ihn quasi nur ausgewählt, registriert, dass er da ist, so in etwa kann man sagen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, als Pilot aber nur, du nimmst den jetzt als erstes Ziel, jetzt ist eine 1 unten drunter, siehst du die? Ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, jetzt konzentrieren wir uns auf die Nummer 1 und... Moment kurz, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Da bin ich wieder. So. Schieß auf uns. Ja, der kommt nicht durch die Schilde durch. Kannst du noch ein bisschen üben, zu treffen. Das ist schon wieder was Neues, ne? Ja. Also immer auf den Vorhaltepunkt ziehen, ne? Du triffst eigentlich, ich sehe, du triffst es eigentlich ziemlich gut. Und das ist ja jetzt dieses Assist-System. Dieses Gimbal Assist. Nicht Gimbal Assist, Fixed Assist. Man trifft jetzt quasi viel mehr mit den Waffen als vorher. Aber der ist ja ziemlich zäh, ne? Für eine Kaffee. Ja. Na gut, ich schieß jetzt auch nicht mit, ne? Du schießt jetzt als Einziger. Ja. Oh, jetzt ist er. Schieß mal mit. Jetzt hat eine Rakete auf uns eingeloggt. Aber gut. Ja, sonst haut den weg, ne? Ich brauche nur noch ein paar Minuten, bis ich bei euch bin. Ja, wir üben noch ein bisschen. Wir üben jetzt gerade. Ja. Der kommt eh nicht durch unsere Schilde durch. Oh. Über jetzt. Oh, das ist es. Ja, aber du triffst gut. Ich schieß wieder mit Holger, ne? Ja, der geht ja wohl nie kaputt, oder was? Jetzt hat er. So. Ja, die Waffen sind nicht so gut, meine, ne? Nee, die sind, nicht, die sind wirklich nicht so gut. Es sind ja halt die Standardwaffen, ne? An dem Teil hier. SAPTU, da tue ich nicht alles komplett upgraden. Wär ja Quatsch. Ja. Das Aussteigen ist immer noch mit Z, ne? Ja. Das ist nichts für meine Handgelenke, du, mein Lieber. Ja, glaube ich. So, dann warten wir hier auf den Dennis. Ja, ich bin gleich wieder bei Arkorp. Ja. Und dann würde ich dich fast als Beacon nehmen.
Ja, kannst du machen. Weil ich glaube, anders geht's jetzt nicht mehr. Die Schießfolge ist auch viel zu langsam, ne? Von dem Schiff. Müssen wir jetzt nochmal in die Cutlass rein, ne? Die Cutlass Red. Nee, die ist auch Schrott. Ja, ich bin doch jetzt mal das Spices gekommen. Achso. Also wer tot ist, hat Feierabend. Der hat einen weiten Weg, ja. Also sterben wäre jetzt wirklich ungünstig. Ja, nach der Aktion gehe ich auch offline. Ja, ich auch. Aber mal gucken. Wenn du willst, kannst du das Schiff hier gerne fliegen, ne? Ich lasse es einfach drin. Nee, ich muss auch das Schiff machen. Ich habe meine Frau gesagt, ich will eine Stunde spielen, weißt du? Ah, okay. Eine Stunde. Ja, natürlich. Stunde, da startet man gerade mal. Ja. Eine Stunde braucht man in dem Spiel, um eine Party zustande zu bekommen. Ja. Komme ich jetzt nicht weiter? Ja. Du bockst da gerade auf der Rampe rum. Ja, eben. warte mal, ich mach sie mal zu. Wo bist du jetzt? Ballett. Nee! Was denn? Ja, hast du dich schon reingegangen? Nee. Boah, was du mit mir gemacht hast. Holger versucht aus meinem Raumschiff auszusteigen. Aber irgendwie. Du küsst gerade den Boden, ne? Scheiße, Mann, das ist ja. Du bewegst dich. Alter, das sieht ja aus wie beim Exorzismus hier, ey. Sieht aus, als wenn du mich aufgerollt hast. Ja. Jetzt schwebst du. Lebst du noch oder bist du tot? Ich würde sagen, ich bin tot. Ach, fuck. Ja, du bist weg. Oh Mann. Alles gut. Ah, stimmt, ich lese ja gerade im Chat. Die haben jetzt. Man kann jetzt 95% aller Schiffe, die es gibt, im Spiel kaufen. Jetzt auch die. Die Prawler ist jetzt auch hinzugekommen. Okay. Und noch irgendeins. Also alle, außer die limitierten, also zum Beispiel die Saber Raven oder so, die gibt's halt nicht im Spiel. Aber sonst kannst du jedes Spiel, auch die 890 Jump, kannst du alles erspielen jetzt. Kostet glaub 25 Millionen oder 30 Millionen oder so irgendwas. Aber ist eigentlich ganz geil, weil... Ja, 35 Millionen. Ja. Das Schnäppchen. Ja, aber gut. So. Ist, halt auch das, ist halt auch das größte Schiff, welches es gibt, ne? Also, von daher, wäre ja doof, wenn du das größte Schiff, was es überhaupt im Spiel gibt, ne, nach 3 Tagen erspielt hast. Welches denn? Bitte? Welches ist das denn? Die 890 Jump. Die, ach so. Ja. Weißt du, was ich jetzt doof finde? Was? Ich bin auf Lover. Oh. Danke. Ja, dann hast du das für mich Feierabend. Die Prawler, schreiben sie gerade im Chat, die Prawler kostet 2,5 Millionen. Ich glaube, das ist so das erste Ziel, was ich mir mal setze in dem Spiel. Ja, die Bewaffnung von dem Schiff ist ja richtig gut, ne? Ja. Ich muss was kochen. Ich habe ja eigentlich genug Schiffe. Ja, gut, aber kannst du ja. Kannst du ja was erspielen, warum ja, denn ja, nicht? Klar, ja, klar. Würde ich auch machen, wenn ich Geld zusammen habe. Dann ich meine, für was willst du das Geld sonst benutzen im Spiel? Nein, weißt ich sag ja. Wenn ich das Geld zusammen habe, werde ich mir natürlich auch entsprechend Schiffe kaufen. Ja. Weil, ich sag mal, meine Grundausstattung, die steht erstmal. Ja, ich und bin ich auch gestorben. Ganz das gibt's doch nicht. Viel Arbeit mit meinem Geld. Ey, und ihr habt ja alle noch nicht mal einen Typen gekillt. Nee. Ey, ich bin nicht mal ins Schiff rein, ich bin im Weltraum rumgeflogen. Ich bin um mein Schiff rum, hab mein Schiff angeguckt, dann auf einmal ist er tot gewesen, so wie Holger, unten an der Rampe. Boah, wo bin ich jetzt? Er hat gesagt, die Karte des Red ist nicht verfügbar, ja, so ein Wunder. Ja, die ist Schrott, ja.
schwarzer Bildschirm. Eine Müllhalde hier. Ja. Hier ist eine Matratze, da hau ich mich jetzt drauf. Ne, Jungs, ich verlasse euch dann jetzt. Holger, dann macht euch einen schönen Abend. Ja, dann schönen Abend, ne? Ja, ich werde auch nicht nörgeln und meckern und beleidigt sein. So wie die Frauen das immer tun, mache ich das jetzt immer. Du, ich habe 3 Tage geschmollt. Für die geredet. Macht euch trotzdem noch einen schönen Abend, du. Jo, ja. Und wir schnacken ja sowieso bestimmt die Tage. Ja. Okay, bis dann. Ciao. 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 Ja, ich habe schwarzen Bildschirm hier, ey. Ja, das ist kacke. Dann mal ihn weich an. Ja. So, ich versuche wenigstens mal reinzugehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich auch. Alles da. Du bist wahrscheinlich gerade jetzt angekommen, wo wir alle gestorben sind. Ja. Alles da, Dennis. Ja, schauen wir mal. Du wirst reich mit dem Auftrag. Das glaube ich nicht. Aber du darfst noch nicht sterben, ne? Weißt du, ne? Ein Treffer. Ich weiß. Hast du. Klappt das noch mit dem, Medipack? Was soll da, wie, was klappen? PC und so? Ja. Ja. Ja, das wollte ich wissen. Das läuft alles noch. Kannst du ja mal die Liste rüberschicken. Oder kannst du sie in WhatsApp beistellen. Neuen Befehle. Aber eigentlich braucht man ja nur die Dings durchgucken, ne? Ja, ich habe doch das Bild schon reingestellt in die Gruppe. Ja? Ja. Ja. Also das sind zumindest... Oh, jetzt bin ich aufgewacht. Das sind jetzt zumindest die, die ich jetzt für sinnvoll erachte. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Zum Beispiel das Licht, wenn du zu Fuß bist, ist T, ne, deine Taschenlampe, so wie es war. Aber wenn du im Raumschiff bist, ist es L. L, ja. Light. Genau. Ja, es gibt sicherlich noch mehr Keybinds, die sinnvoll sind, aber ich habe jetzt die rausgeschrieben, weil die halt... Das Wichtigste ist eigentlich das Targeting, ne? Also Cycle Lock und Pin. Pin ist jetzt nicht so wichtig, aber auf jeden Fall also auswählen und mit dem Zielcomputer erfassen. Das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen im Spiel, ne? Die grundlegendsten Sachen, sag ich mal. Ach da, ich sehe die Zelle. Ja. Gimbal. Genau, und wenn du jetzt noch weiterhin mit Auto-Gimbal spielst, dann ist es nicht mehr R drücken, um das zum Auto-Gimbal zu kommen, sondern halt G für Gimbal. Mhm. R macht glaub gar nichts. Keine Ahnung, für was jetzt R. Bam. Fire Mode. Yes. Genau, und unter dem Strich da halt ist halt der Turm, ne? Turrets. Ah, ich glaube, ich mache jetzt auch aus hier. Bis ich da jetzt wieder hingeflogen bin von Avaris Harbor. Dann ist durchmarschiert. Meinst du? Ich glaube noch nicht so. Ja, dazu. Bestimmt. Also, ich habe jetzt ausgemacht. Also, ich hoffe, dass du da jetzt einfach so durchmarschierst, aber bestimmt. Haben wir vorhin auch gemacht. Ja, 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 ja. Ja, dann sag ich mal bis die Tage, ne? Ja, wie schnell. Ja, danke gleichfalls. Ciao. 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 User disconnected from your channel. Bis dann, Dennis. Ja, dann macht den schönen Abend, Holger. Disconnected from your channel. Nein.
Manu, lass mich doch raus hier. Manu, lass mich doch rein jetzt hier. Das gibt es.
So. Die nur aufs Dringliche machen. Was ist denn mit den Türen hier los, echt? Zwei Stück noch, das kann doch nicht sein. Sein. Die letzten Beine nicht. Ach, du liebst. Doch nicht. Ein bisschen was erklärt. Mann, wo sind die denn jetzt hier? Die letzten zwei, das kann ja nicht sein.
Mann, die müssen doch hier irgendwo sein. Aber von wo schießt er denn? Das über mir. Was ist denn über mir? Kann ja eigentlich über Pulsbar sein. Mann, ein einziger noch. Mensch, nun zeig dich doch einfach, ey.
Ja, also sonst lasse ich das jetzt auch. Das ist doch. Das ist blöd. Also ich gucke noch einmal schnell von außen. Ach, so macht das keinen Spaß. Irgendwo hier muss er doch sein. So viele Orte kann das doch gar nicht mehr geben. Sag mal, das gibt es doch nicht. Vom Winde verweht, ehrlich.
Ja, schade. Dann soll es wohl nicht sein. Jetzt auch aus.